Willkommen zurück zur Pokémon Blattgrün Nuzlocke Challenge, Leute. Wir befinden uns immer noch auf der MSM, verdammt nochmal. Aber ich habe ja gesagt, die paar Trainer hier, die machen wir jetzt noch. Und da halte ich mich natürlich dran. Ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Okay, der will schon mal nicht kämpfen, das ist doch gut. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Arme Schwein, ey. Hat auch keinen Bock, das Ding zu putzen. Hey, wie wär's mit einem Tänzchen? Mit dir? Eigentlich nein. Nein, nee, nur will ich nicht. Verdammt, ich hab gesagt nein. Monty. Bin ich. Macholo. Gut. Kein Problem. Rafa wird's weiterrichten. Ja, genau. Ich habe mir den letzten Part gerade nochmal angeguckt, weil ich tatsächlich jetzt fast eine Woche kein Pokémon mehr gespielt habe. Und mir deswegen nicht hundertprozentig sicher war, was ich so gemacht habe. Und da habe ich am Ende gesehen, dass der gute Rafa eigentlich ganz gut gegen Kampf ist. Gut, er macht nicht viel weg, aber er kriegt auch nicht viel Schaden. Von daher ist das wirklich nicht verkehrt. Zweimal getroffen, ja, und ihr habt mir gesagt, die Duo-Nadel trifft immer zweimal. Außer, ja, das Pokémon hält nur noch einen Schlag aus, dann nur eine. Danke für diese vielen Infos immer. Ich versuche es so gut wie möglich alles zu behalten. Ihr kennt mich ja, das klappt nicht immer, aber nur gut. Nicht sehr effektiv, haha, du kannst mir gar nichts. Ja, was wollte ich denn noch? Mein Gott, mein Sound ist ein bisschen laut eingestellt. Das stört mich gerade. So ist besser. Jetzt schön leise. Aber so höre ich den Sound ein bisschen zu schlecht. Hm, ja, okay, meine Güte jetzt. Laber nicht rum, mach mal lieber hier. Mushas. Ja, der dürfte ja eigentlich auch nicht so stark gegen Rafa sein, oder? Dürfte er? Ah, ich darf auf jeden Fall weiterhin nicht vergessen, gleich erstmal King Chaos in die Box zu packen. Leider Gottes. Und dann wird es auch Zeit, dass wir gegen Major Bob kämpfen. Auch dazu habt ihr mir einen guten Tipp gegeben. Und zwar soll ich Houndoom unbedingt den Schaufler beibringen. Werde ich auch machen. Also keine Angst. Ich mache das. Ihr braucht es mir auch nicht 5000 Mal schreiben, wenn ich das... Solche Sachen merke ich mir. Superschall geht daneben. Gott sei Dank, ey. Duo-Nadel ist auch schon fast am Ende. Aber wir steigen gleich ein Level auf, Leute. Ist das nix? Das ist was. Hat Rafa auch schon Level 22. Das ist ganz ordentlich, würde ich sagen. 373, okay. Mhm. Bringt das wenigstens was? Ja. Ja, Max KP und so ist eigentlich nicht schlecht. Der Monty ist down. Ich bin beeindruckt. Da kannst du auch sein, du. Das kannst du auch sein. Das war nämlich wirklich eine Meisterleistung. Einer ist da oben noch. Ich wette, der will auch kämpfen. Sperrstunde. Die Party ist vorbei. Das Schiff sticht bald in See. Okay, dann ist jetzt wohl unsere letzte Gelegenheit, das sinkende Schiff zu verlassen. Ah, wenn die MSN mal untergehen würde, muss ich hier runter? Nee, oder? Ah, er hat sich auf der MSN verlaufen. Nein. Nee, da muss ich auf jeden Fall nicht hoch, oder? Nein, Quatsch. Ja, wie gesagt, eine Woche nicht mehr auf der MSN gewesen und ich habe mir nur den Schluss vom Part angeguckt, also. Hä, so krass bin ich dann ja nicht drauf, dass ich den ganzen Part von mir ertragen könnte. Bach. Und das habe ich nämlich auch gesagt. Die MSN wird abfahren, sobald ich hier rausgehe. Also, vorausgesetzt, ich habe den Zerschneider. Ja, dann wünsche ich allen Passagieren der MSN sehr viel Spaß bei ihrer Rundfahrt. Oder wo auch immer das Ding hinfährt. Wo fährt das eigentlich hin? Ist das nur eine kleine Feier oder... Oh, wir gehen sogar automatisch. Wow. Gut, Zerschneider habe ich ja Flatty beigebracht. Dann sage ich mal, Pokémon Center ist... Was ist denn das? Was ist das? Ah, oh, das ist irgendwas Blödes, oder? Ja. Das sieht mir blöd aus. In dem will ich gar nicht reden. Das ist doch hier wieder sowas. Pokémon Fanclub. Alle Pokémon Fans sind willkommen. Ja, dann habe ich keinen großen richtigen Zutritt. Wo ist denn das Center? Oben? Hallo, Pokémon Center da. Schön. So, dann heilen wir schnell die Pokémon und dann... Ach ja, genau, den Schau... Ach, ja, jetzt habe ich King... Ja, ist egal. Jetzt habe ich King Chaos zwar gerade geheilt, aber... Das ist irgendwie ziemlich egal. Ich kann ja trotzdem noch wegbringen. So, Bild PC, ja, ja. Pokémon ablegen. Dim, 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 dim. Zubat. Ablegen in Box 14. Okay. Nein.
Habe ich da noch irgendwie was anderes? Ja, Kornel und Weige will ich jetzt nicht mitnehmen. Weil ich habe einen Taubsi dabei und so. Die brauchen wir jetzt echt auch wirklich nicht. Gut, dann kümmern wir uns jetzt mal um die wichtigen Dinge im Leben, wie den Beutel. VMT-Inbox, ich stand schon drauf. Öffnen. Schaufler. Okay. Bollo könnt's auch lernen, naja. Warum du versuchst Schaufler zu nennen? Warum? Ja, eine, ja, sicher. Aber welche? Welche? Ja, den Heuler, ne? Eins und zwei und schwuppdi-wuppdi-buppdi. Haben wir das vergessen. Schön. Naja. Also ich dachte gerade so, die Sequenz... hat ja schon irgendwie was. Aber... da wäre einfach mehr drin gewesen. Ne? Sag ich jetzt mal so. Okay, jetzt komm, ab zu Major Bob. Ich will es jetzt auch echt wissen. Da. Ja, möchte ich. Charm. Schlitz. Genau. Ja, ich weiß. Mache ich auch nie wieder. Oh, hier ist dieses blöde Rätsel, ne? Hey, warte, du Champion in Spee. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arenaleiter. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Flug- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt doch gern Paraly... Oh, Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Hm? Aber zuallererst müssen wir natürlich die Trainer hier besiegen. Das ist kein Spielplatz hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, komm. Eine Herausforderung von Matrose Reto. Pikachu. Gut, dann können wir gleich mal unseren nagelneuen Schaufler ausprobieren. Hohe Levels. Komm, Schaufler. Doppelteam. Ja, das hilft dir nichts. Wenn er sowieso schon schnell ist, ne? Na. Grab dich ein, das sieht cool aus. Okay, oh nein. Also das finde ich jetzt überhaupt nicht gut, wenn er sich so einen hohen Fluchtwert zulegt, aber es klappt trotzdem. Einschlag. Sehr gut. Ja, dann kommen wir auch auf jeden Fall noch auf ein höheres Level vor Major Bob. Nee, wir bleiben dabei. Auch wenn ich glaube, das können wir momentan mit Body Slam noch ein bisschen schneller hinkriegen. Und Schaufler ist noch gar nicht unbedingt nötig. Nein, das geht so wesentlich schneller. Ah. Okay, ganz toll gemacht. Ja. Besiegt. 672 Pokédollar. Eigentlich müsste ich mich jetzt heilen gehen, aber ich denke mal, die kriegen wir vorher noch down. Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich Profi. Da bin ich gespannt, was jetzt kommt. Mechaniker Alfred. Aha, ein Voltoball. Voltoball kann natürlich gefährlich werden, wenn es explodiert. Das wäre natürlich gar nicht auszudenken. Ultraschall. Okay. Ja, ich will das jetzt erstmal hier so ein bisschen beobachten, was die einzelnen Attacken bringen und wie viel sie mir tatsächlich schaden. Okay, 463, ja, schön. Magnetilo, schwebt der? Ist das jetzt momentan so, dass der jetzt zum Beispiel durch Schaufler nicht getroffen werden könnte? Oh, komm. Bitte nicht. Einfach draufhauen trotzdem. Es kann nicht angreifen. Oh Gott. Paralysiert und alles, was irgendwie so geht. Scheiße, und ich habe aber auch irgendwie nichts. Ich habe aber auch nichts anderes, ne? Seien wir mal ehrlich. Scheiße. Oh Gott. Ah, irgendwann wird der Body Slam schon durchgekommen. Oh, du bist nicht mehr verwirrt. Immerhin. Ah, muss ich Paraheiler echt einsetzen? Shit. Und den Supertrank auch. Ich kann mir das jetzt echt nicht erlauben, dass der stirbt. Vor Major Bob. So, und jetzt einfach mal. Oder? Hebt den Angriffwert eines Pokémon im Kampf. Die Wirkung mit dem Tauscher. Ach so, okay. Wo haben wir denn Paraheiler? Ah, das ist blöd. Mann!
dieser Knopf, der kommt ein bisschen verzögert, habe ich so das Gefühl. Aber naja, ist egal. Ja, ich weiß, Body Slam werde ich wahrscheinlich wieder paralysiert. Aber ich will jetzt einfach diesen Kampf fertig machen. Und dann muss ich mich vielleicht auch wieder ein bisschen ausrüsten. Im Pokémon Center und... Ach, das ist ja echt scheiße jetzt. Und im Pokémarkt auch. Nicht so effektiv, ja, ja. Reicht aber trotzdem. Also wenn die schon so ein hohes Level haben, dann hat Major Bob doch bestimmt mega starke Pokémon. Oh, 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 oh. Oh, was auch immer blöd ist, diese blöden Büsche sind immer wieder da. Immer wieder. Du gehst einmal kurz raus, schon ist dieser Busch wieder da. Ey, muss echt nicht sein. Ich weiß, ja, 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 jetzt denken eine wieder Busch. Ja, ich weiß, okay. Ist super witzig, Leute. Ey, lahm ich auch tot. Käfer-Pokémon gegen gegen Elektro-Pokémon? Oder ist Bibor Käferflug? Ich hab keine Ahnung. Erstmal noch ein Supertrank eventuell und Paraheiler auf jeden Fall. Supertrank. Zwei. Ich finde, wir haben ganz gut Kohle. Wir haben ganz gut Kohle. Ist alles in Ordnung. Aber gleich fünf mit. Passt schon. Bei so viel Geld. Man sollte nicht unbedingt sparen in der Nuzlocke-Challenge, würde ich jetzt mal sagen. Weil... Lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und dafür weniger sterben, ne? Ist doch ganz klar. Denn wenn wir sterben und wir haben noch Kohle, toll. Was bringt mir das? Ja, Flatty, mach ich schneller. Das wäre überhaupt mal so eine Möglichkeit, ob ich nicht doch speeden sollte, wenn ich zum Beispiel den Zerschneider benutze und so ein Kram. Willst du auch kämpfen? Major Bob war mein Ausbilder. Du siehst aber nicht so aus, als wärst du von irgendjemandem ausgebildet worden, der... So viel jünger ist Pikachu, okay? Aha, hohes Level, komm, Schaufler und weg. Zuppi. Zuppi macht nichts. Ah, vergiftet, ja klar, das kann ja auch passieren. Hm, das ist gut. Okay, Pikachu, jetzt bist du dran. Denn das reicht auf jeden Fall, schon allein jetzt durch das Gift dazu. Der ist erledigt, klar. Und ich denke auch, wir steigen noch ein Level auf. Oder? Ja. Geil. 25. Gentleman Claudio besiegt. Stopp. Du bist so gut. Oh Gott, du bist so gut. Jetzt kommen wir zum großen Rätsel, Leute. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nicht. Hier ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. Das erste Schloss wird entriegelt. So. Das nächste Schloss befindet sich entweder hier, hier oder hier, soweit ich das weiß. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hey, das Schloss wurde wieder entriegelt. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass hier jetzt wieder nur Abfall ist. Und wir jetzt jedes Mal alles durchgehen müssen. Oh ja. Das ist doch mal schön. Aha. Ja, es kann schnell gehen. Es kann brutal lange dauern. Man weiß es nicht. Gut, müssen wir jetzt durch. Jetzt muss es ja mal langsam kommen, ja. Hier ist ein Hebel. Ich versuch's einfach im nächsten. Danke. Gehen wir hier halt durch. Das macht Spaß. Oh yeah. Hier ist ein Hebel versteckt. Oh, ich versuch's hier. Ja, das zweite Schloss wurde entriegelt. Gott sei Dank. Ah, ich weiß nicht, trainieren? Ich weiß echt nicht, auf welchem Level seine Pokémon sind. Ah, wenn ich das wüsste. Leute, was würdet ihr jetzt tun in dieser Situation? Das versuchen? Ich meine, Houndoom ist schon stark dagegen. Aber wenn mir irgendwas richtig Dummes passiert, dann stehe ich blöd da. Ich weiß auch nicht. Ach komm, egal. Hey Kitty, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge
haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Oh mein Gott. Ein Schluck. Ich muss einen Schlucki trinken hier. Das mache ich ja normalerweise nicht. Aber. Keine Ahnung. Ich fühle mich heute total ausgetrocknet. Okay, nur Level 21. Das klingt gut. Weil ich nämlich jetzt Schaufel einsetzen werde. Und ich bin auch noch als erster dran. Das ist ja der Wahnsinn. Und umgräbt sich ein. Wollte mal als Kreideschrei ein, aber es geht daneben. Schön. Bäm, das war Pokémon Nummer 1. Sehr effektiv. Ich habe mir nichts anderem gerechnet. Okay, Pikachu. Na gut, ich glaube, der hat noch einen Raichu dabei, oder? Also in der Serie damals hatte er ja einen Raichu. Level 18? Ich bleib trotzdem bei Schaufler. Weil solange ich im Boden bin, kann er mir ja nichts anhaben, ne? Doppelteam, ja, der ist Level 18. So hoch kann der Fluchtwert nicht werden, dass er mir entkommen kann. Beim Schaufler. Sehr effektiv. Okay, das macht Spaß. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Raichu. Nein, ich wechsle noch nicht. Bin ich denn wahnsinnig? Es wird kein Opfer hier geben. Level 24. Auch der wird mir nichts anhaben können, oder? Raichu setzt Doppel. Ja, mach doch. Eventuell ist er ja auch mit einem Schlag down. Also, Schaufler war echt ein guter Tipp von euch. Ich hätte es jetzt, glaube ich, wahrscheinlich nicht selbst gemacht. Ich glaube nicht, nö. Ich wäre einfach mal so reingegangen und hätte gedacht, ach, Behauen wird schon irgendwie richten. Aber mit Schaufler? Wahnsinn. Ja. Leichtester Arenaleiter im Spiel, oder wie? 672, wow. Spieler besiegt Leiter Major Bob. Wow. Du weißt, wie man kämpft, Kitty? Als Auszeichnung verleiht dir den Donnerorden. Chris gewinnt 2400. Boah, das ist ja ungefähr das, was ich vorhin ausgegeben habe. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderes Kind. Nimm das hier. TM34, was ist das denn? Schockwelle. Okay, das wäre wohl die Attacke, die er öfter mal eingesetzt hätte, wenn wir ihn gelassen hätten. Aber wir haben ja außer Doppelteam nicht viel gesehen, muss man sagen. Okay, Leute, ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.